hallo, servus, grüß Gott, grüß Sie miteinander zur Folge 60 Odyssey im Auftrag des Königs. In der Folge 57 habe ich einige Kommentare bekommen und dazu bedanke ich mich auch ganz herzlich. Und zwar sollte ich doch mal rübergehen zum Schiff wieder, zu dem Magier Wulfias. Meine Lebensenergie ein bisschen auffrischen, da ich nämlich gar nicht so viel Lebensenergie habe, nämlich nur 95, genau, Maximum, und das ist unter 100, das sei nicht so gut. Jetzt will ich versuchen, rüber zum Schiff zu gehen, also zu meinem rettenden Schiff, was mich wieder zurück auf die Albatros bringt, und das müsste irgendwie nach meiner Orientierung irgendwie hier links davon sein. Jetzt gibt es hier einen Wasserfall. Und da gucke ich mal, vielleicht kann ich abkürzen. Okay, da ist ein blöder Felsvorsprung, damit ich da in das tiefe Gewässer reinspringen kann, welches ich jetzt hier mitmache. Gucke ich mal eben. Weil hier ist bestimmt Strömung drin. So, komm. Nein, nein, nicht kaputt gehen. Nee, geht da nicht. Ein Glück. Oh. Okay, hier bin ich erstmal safe. Manometer. Ja, und dann noch von Alain Dufon. Oh, da hinten ist wieder ein Barin. Der Tipp nochmal über Hawk, da Schmieden zu lernen. Denn da kommen noch einige weitere Dialoge, wo ich dann halt eben noch mehr Sachen schmieden kann. Ja, also. Mit dem Ulmbogen, das muss ich dann später machen. Mache ich denn das jetzt hier? Hier ist Strömung. Also versuche ich mich hier mal in die Mitte zu treiben zu lassen. Dann mal gucken, was passiert. Oh, 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 oh. Oh, Glück gehabt. Oh, ist auch Strömung. Aber hier schwebe ich nur. Was heißt das? Okay. Ach, hier ist ein Molerat. Okay. Ja, natürlich ein bisschen. Saft. Komme ich eigentlich wieder hier hoch? Nee, doof. Komme ich nicht mehr hoch. Naja, weil ich habe hier nämlich ein Plateau vergessen. Und da auch. Shit. Naja, später mal. Oh, Beißer! Nein! Nein, 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 nein. Da ist auch ein Beißer. Also, da müssen wir ganz schnell die Flucht ergreifen. Ja, in den letzten Folgen wurde es sehr hakelig. Was liegt denn da drin jetzt? Was ist das? Hallo? Ein Wassergolem. Okay. Der schläft im Wasser. Oh, 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 was es hier nicht alles gibt. Kabuck. Und ich blute natürlich wieder, aber erstmal zurück. Oh, hier liegt was. Hornmuschel. Bin ich hier safe? Ich bin hier safe. Dann wollen wir mal an der Stelle mal abspeichern. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich hier nochmal kurz rüberschwimmen. Los, komm. Um zu diesem rettenden Schiff zu gehen. Oh, hier ist eine Bucht. Was ist das? Da schläft wieder ein Wassergolem. Denke ich mal. Weil das sah ja so aus wie einer. Nee, ne? Ja, oder? Geile Idee. Wassergolem. Logisch. Schläft. Im. Hä? Ach, der kommt unter Wasser mit mir mit. Dann ist da ja noch einer. Schade, dass es keinen Geschwindigkeitstrank fürs Schwimmen gibt. Ja, da kann ich jetzt nur noch... Oh, da hinten steht ein Typi. Na, den will ich später ansprechen. Ach, du liebes bisschen. Der Wassergolem. Okay, dann versuchen wir mal hier ans Ufer zu kommen. Nein! Los! Und Muschel kann ich, habe ich keine Zeit. Ja, was wollte ich sagen? In den letzten Folgen wurde es ja immer brenzlig. Der Folge Suchen und Flüchten. Wo bin ich denn hier richtig? Ein Beißer. Ich bin hier nicht richtig. Bin in die falsche Richtung geschwommen. Doch, ich bin richtig. Da hinten ist nämlich dieser Leuchtturm. Oder, ja, genau, richtig. Auf den ich hätte eigentlich nochmal gehen müssen. Und ich nochmal rekapituliert habe in meinen Folgen, dass ich da echt dran vorbeigelatscht bin oder gar nicht hingekommen bin.
Mensch, Junge, jump doch mal bitte. Das wäre so toll. Ach ja. So, also wie schon gesagt, geht's zum Hock. Zeit für den Fisch habe ich noch. So, und da ist der Begrüßungswaran. Huck, huck. Hau ab. Lustig. Für den König. Danke. Für das Team. So, und hier ist der Hawkey. Hey. Und Schmieden lernen kostet 3 LP. Ich habe 16. Also bring mir bei, wie man ein Schwert schmiedet. Ganz einfach. Besorge dir ein Stück Rohstahl. Halte es ins Feuer, bis es glüht. Dann schlägst du am Amboss die Klinge zurecht. Achte vor allem darauf, dass die Klinge nicht so kalt wird. Du hast immer nur wenige Minuten Zeit, an deiner Waffe zu arbeiten. Den Rest findest du schon raus. Reine Übungssache. Ja. Und dann kommen noch weitere Dialoge. Kannst du mir zeigen, wie ich Erzwaffen schärfen kann? Ja, das kann ich. Allerdings wird das ganz schön teuer für dich werden. Wie viel verlangst du? Sagen wir mal 500 Goldstücke. 500 Goldstücke? Ein verdammt stolzer Preis. Ja. Ja, aber dafür bist du in der Lage, kostbare Erzwaffen noch schärfer zu machen. Im Kampf kann die größere Schärfe von so einer Waffe ganz bedeutend sein. Also überleg es dir. Ja, nur so ein Erzhammer wahrscheinlich nicht. Zeige mir, wie ich Bolzen herstellen kann. Nee, ich bin erstmal mit dem Bogen ganz geschickt. Hoffe ich doch. Ja, sollte ich auch noch lernen, geschickt. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Wenn ich magisches Erz hätte, würde ich das vielleicht sogar tun. Na komm, ich gehöre zur Besatzung der Albatros und ich kann schmieden. Was denn noch? Kannst du mir mal verraten, wie du eine magische Erzwaffe ohne magisches Erz schmieden willst? Tja, dachte ich mir. Ich brauche mindestens 5 Brocken Erz, sonst kannst du es vergessen. Ach ja. Und auf Tamora gibt es bestimmt Erzminen. Da war irgendwas mit Minen, das weiß ich mir. Gut, bringen wir bei, das haben wir. Wo bekomme ich magisches Erz her? Tja, wenn ich das wüsste. Es gibt sicher was in der Minenkolonie auf Korinis. Aber vielleicht hast du Glück und es gibt noch woanders ein paar Brocken, die du zusammenkratzen kannst. Zusammenkratzen ist gut. So, magische Erzwaffenschmiede. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Mal gucken. Was brauchst du? Was haben wir denn hier? Oh, wir haben Pfeile. Wir haben Bolzen, Holder, Klingen, glühende Klinge und so weiter und so weiter. Das haben wir auch. Was gibt's denn noch? Okay. Gucken wir mal nach. Haben wir Schmieden gelernt? Schwimmen, tauchen? Wo ist denn Schmieden? Oh, bei dieser langen Liste. Schmieden gelernt. Ja, natürlich. Über Stufe 2 von Waffen schärfen. Ja, dann werden wir mal gleich unser Glück versuchen. Okay, erstmal erhitzen, so wie das war. Und dann am Amboss gehen. Mal gucken, was dann kommt. Gewöhnliche Waffen schmieden, Erzwaffen schmieden, Pfeilspitzen schmieden, Bolzen schmieden, Banditenachs schmieden. Naja, gewöhnliche Waffen schmieden wird wahrscheinlich nichts großartig bei rumkommen. Höchstens ein Schwert. Erzwaffen schmieden. Klar, ich brauche Erz, das ist logisch. Und die Fähigkeit dazu, Pfeilspitzen schmieden. Sollte ich mal machen? 30 Pfeilspitzen gehen noch, das werden wir mal machen. Okay. Womit denn? Ja. Muss ich noch was abkühlen? Keine Klinge zum Härten, okay. Also Pfeilschmitzen brauchen wohl nicht gehärtet zu werden. Ah, ich kann noch ein bisschen hier was machen. Jep. So, lala. Armböschen. Gewöhnliche Waffen schmieden. Dann gehen denn noch mehr Pfeilspitzen? Nein, gehen nicht. So, dann würde ich die auch ganz gerne schärfen. Wenn denn der Hawk fertig wäre. Aber das ist ein ganz guter Moment, um mal unsere Blutwerte aufzufrischen. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Da würde ich mal sagen, früh morgens. Also bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Und Hawkey sitzt dann ja hier. Moment mal. Hey! Nee, okay. Sonst keine weiteren Dialogoptionen. Ja,
Reifenden Stein. Klingen oder Waffe schmieden? Zurück. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich habe ja 15 Bolzen, 3 Schmetterpfeile und 61 geschärfte Pfeile. Ah. Das heißt also, ich habe natürlich jetzt nur im Voraus geschmiedet. Ich brauche natürlich wie immer Federn, aber ich werde auch mal sagen, dass ich mal... Womit denn? Womit denn? Heißt... Aha. Pfeilspitzen schmieden. Erstmal hier. Nee, auch nicht. Geht auch nicht mehr. Okay. Dann werden wir wieder zurück auf die Insel. Uns teleportieren. Sind die wieder weg? Rein. Dann muss ich wahrscheinlich zu einer anderen Tageszeit. Ach, Wulfias. Ja, natürlich. Wulfias, Leute. Ach, da sind sie ja alle. Okay, die schlafen alle hier. Ne? Ganelun und gerne. Ah, der Wulfias. Los, komm, Wulfias. Erstmal gucken. Jetzt habe ich noch 13 Lernpunkte. Erstmal sicherheitshalber Scharpeichungen. Wulfias wecken. Ja, verdammt. Wegen deinen Pflanzen, da habe ich noch nichts. Sehe ich nämlich, möchte meine Lebenskraft steigern. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Dann gucken wir mal. Lebenskraft plus 20 kosten 5 Lernpunkte. Lebenskraft plus 4 kostet 1 Lernpunkt. Gut. Wäre sinnig, wohl mal auf 20 nochmal hoch zu pushen. Zurück. Gucken. Ja, 8 Lernpunkte. Lebenskraft 115. Jetzt überlege ich gerade, dann werde ich doch nochmal. Hallo, Wulfias. Nicht gleich wieder schlafen. Dann werde ich doch noch investieren in Lernpunkte. Ja, ich weiß. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Nochmal 20 hoch, kosten ja 5. Okay. Dann dürfte ich also erstmal genug haben, 135. Wieder so ein unrunder Wert. Bot, was soll's? Volker, Erik, Konrad, Ganelon und Gernot. So, rüber zur Insel. Ja, aufhören gehen. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. In Ordnung. So, sofort abhauen. Und erstmal hier eine sichere Ecke finden. Gucken. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ja, benötigste Stärke. Ja, dann schauen wir mal, ob wir... Naja, mit Lebenskraft. Ich versuche den mal wieder mit... Nee, das ist doch Mist mit dem Teil. Das wird doch wieder nix. Wissen wir seit den anderen Folgen schon. So drücke ich 2, ist natürlich der Bogen nicht dabei. Oh, geschärfter Schmetterpfeil. Dann werde ich jetzt mal diesen Begrüßungswaran mal versuchen. Schildkröte, okay. Den Begrüßungswaran mal. Gehen wir mal hier auf LP2. Zu eliminieren. Und zwar am besten von einer Anhöhe, die mir geraten worden ist. Los, komm. Komme ich da eigentlich hoch auf dieses Fischerhäuschen? Das wäre natürlich eine wunderbare Idee. Aber das muss schnell passieren. Ah, Mist, von der Seite komme ich nicht rum. Also bis mal hier. Hallöchen, kletter doch mal auf das Bötchen. Waran. Und mal gucken. Ja, richtig. Muss sparen. Also auf große Distanz jetzt abzuschießen wäre jetzt doof. Der klippt durch. Klasse. Bringt ja nichts. Ich habe nur 3 Schmetterpfeile gehabt. Na, klasse. Und gleich bin ich kaputt, Nick.
Das war klar. Juhu, der Trank, der Giftresistenz ist, teuer, doch ein Trank genügt, um dich vor dem Gift vieler Monster zu schützen. Das ist ja mal auch mal wieder eine neue Information. Ach ja, immer wieder dieses Neuladen. Blöd. Schärften Pfeil. So, und dann fällt der Schmetterpfeil runter. Da müsste mal ein bisschen Feinarbeit geleistet werden. Ich weiß nicht. Ich lasse es mal lieber. Oder komme ich eventuell hier irgendwo hoch? Gucken. Um die Ecke noch ein Varan. Nee, nicht. Aha. Nee, da brauche ich gar nicht hoch irgendwie. Das geht nicht. Nee, geht nicht. Hä? Was klasse wäre, ist, da hinten versteckt sich auch noch ein Varan. Oh, ein Fisch im Netz. Noch ein Fisch im Netz. Ey. Ach nein. Mensch, spring doch hoch. Mist, von der Seite geht's nicht. So, jetzt muss ich mal Shift drücken, damit ich hier nicht runterfalle. Und, okay. Mal hier ein bisschen näher komme. Ja. Das wird klappen. Denn die grünen Varane haben die Lewis-Tränke-Ausbildung nicht. Ah ja, trifft sogar von hier. Perfekt. Ah, das war nicht perfekt. Der grüne Varan. Ah, in den Sand geschossen. Okay, los, komm. Treffer. Perfekt. Dann auch den Begrüßungswaran mal abschießen. Hier war noch ein Fisch. Hey, wo ist denn der Fisch jetzt hin? Muss ich mal. Ah, hier gibt's Fische. Oh, hier, schön. Hier mal den Strand ein bisschen aufräumen. Und natürlich speichern. So, jetzt bist du da am oben stehen. Ah, hier ist noch ein Fisch. Und der hat mich jetzt gewittert. Hier komme ich nicht hoch. Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Das heißt, zurück an die alte Stelle. Und zwar ganz schnell. Das war hier dieser mittlere Pfosten. Aha. Okay. Mhm. Dann hier hoch. Dann wird's gehen. Richtig. Alles klar. Ganz vorsichtig hier. Rüber. Nicht weggehen. Okay, nochmal das Ganze. Aha, das ist jetzt echt ein bisschen diffizil, das Ganze hier. Gucken. Geht's an dem Streben? Dem Streben geht's nicht. Ja, man muss es ausprobieren, alles. An der Seite komme ich nicht ran. Ich müsste irgendwie ja aus der Reuse noch einen Fisch rausholen. Versuche ich es doch mal hier. An diesem Streben. Wäre natürlich Glück. Nein. Nee. Macht er nur Schaltum Mortale. Ja, und ich bin hin. Gucken. Nein! Okay, also. Fisch. In der Reuse ist noch ein Fisch. An der Stelle komme ich nicht hoch. Da komme ich hoch. Und du bleibst bitte stehen. Du bleibst bitte stehen an der Stelle. Oh Gott, den Pfeil muss ich mal wieder laden. Wie immer einen geschärften Pfeil. Und dann wird es gehen. Ah. Toll. Du sollst dich nicht bewegen beim Laden. Das heißt also, als erstes laden wir mal den geschärften Pfeil. Dann stellen wir uns hier hinten ungefähr. Jawohl. Und klettern nochmal hier hoch.
Ja, jetzt bleibt er gemütlich standhaft. Und nicht die Schildkröte. Ah. Na, wenn man zu schnell schießt, dann ist dull. Na? Ja. Jo, Stunden später. Grünes Blut haben die auch noch, die Warane. Ah. Aha. Beweg dich da mal aus der Balkenzone raus hier. Ah, los, noch ein Treffer. Jawohl. Sehr gut. Ja, ein Fisch. Ein grünen Varan. Jetzt ist dieser Bereich ein Glück ein bisschen mehr gereinigt. Wir können hier ein bisschen noch weiter nach Muscheln suchen. Und die Schildkröte haben wir getroffen, glaube ich. Nee, die haben wir nicht getroffen. Müht er sich ab. Ah ja, Schildkrötenfleisch. Wo war denn die Schildkröte, die ich aus Versehen traf? Die war, glaube ich, da rechts von mir. Dass sie noch die Kraft hat, einfach mal so auf dem Rücken sich hinzulegen. Das ist auch eine Geschichte. So, jetzt kann ich erstmal hier ganz gemütlich abgrasen. Und zwar Fische aus der Sonne holen. Was ist das? Ach, eine Truhe, die ich noch nicht geknackt habe. Auch schön. Dann fangen wir mal an. Okay. Okay, das war eine kurze Kombination. 30 alte Münzen im Wert von 0. Im Wert von 0 Gold. Dann werden wir uns mal hier in diesem Gebäude widmen. Mit Dachboden sogar. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal untersucht, aber Sigge ist Sigge. Teleport zum Fischerdorf. Habe ich noch nicht untersucht. Leute, das ist gut. Ein Teleport zum Fischerdorf. Und hier haben wir wieder Glück, Pech gefunden zu haben. Hier ist nur die Sonne am Rum. So, ich... Moment mal, was ist denn das jetzt hier wieder? Ich dachte, ich kann hier harte Schläge vertragen mit dieser tollen, ach so tollen Rüstung. Na toll. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Gucken hier die Truhe. Hier werde ich... Oh, was ist denn das? Nochmal Pech. Schön. Alles klar. Hier was? Nein. Ja. So, weiter geht's. Wo gibt's noch ein paar ungefährlichere Stellen? Gucken wir mal auf den Handweiser. Geht's nach Tamora. Oh. Wow. Ein magischer Stein. Der ist durchsichtig. Der magische Felsen. Was ist denn das? Wow. Tamora ist verzaubert. Eieieiei. Ich versuche es dann halt eben nochmal, indem ich auf dem magischen Felsen hochgehe. Mit Pfeil und Bogen. Diesen Lurker. Der kriegt ein bisschen mehr Schaden als so ein Varan. Ja.
Jetzt weiß ich auch, warum der magische Stein so verzaubert ist. Weil ich hier nicht wegkomme. Gucken. Ah, wenn ich meine Waffe zücke. Brauche ich nämlich nicht den Marvin-Mode zu benutzen, um mal eben kurz aus einer festen Situation herauszuspringen. Einfach mal alles probieren. Hier ist nochmal ein Lurker. Den werde ich natürlich auch versuchen, irgendwie von dieser Klippe zu kriegen. Ja gut, okay. Where is the Zugang? Ah, das ist nicht so einfach. Bin ich da in der Nähe? Hier ist noch so ein magischer. Haha, lustig. So, dann gehen wir mal. Komme ich hier hoch? Könnte klappen. Ja. Perfekt. Oh oh. Menno. So, das Ganze nochmal. Und nicht zu nah an diesen komischen Weg ran. So, jetzt muss ich natürlich wieder neu laden. Oh nein! Okay. So, neu eingeladen. Neu laden. Und mal gucken, ob ich diese Lurker. Ich versuche mal folgendes. Vielleicht kann ich den Lurker ja mit meinem Enter-Messer, aber vorher was essen. Schildkrötenfleisch. Schmeckt das? Oh, scheint zu schmecken. So, ein paar Fischchen haben wir auch gefunden. Lecker. Schildkrötenfleisch. Heute gibt's große Fischplatte. Und ich versuche jetzt mal den Lurker mit meinem Hintermesser zu killen. Einfach mal aus Erfahrung heraus. Kriege ich den nicht? Okay, ein bisschen Deckung suchen. Okay, oh, der ist ja schon leicht ange... Oh! Das war Glück. Aber er hat mich auch schon getroffen. Ja. Nein. Ja. So, noch ein bisschen was essen. Ein paar Fische. Ich könnte ein paar Tränke gebrauchen. Dann muss ich aber erstmal Trank brauen lernen. Weil die Fische bringen ja auch nichts. Was gibt's denn noch? Dunkelpilze. Auch nicht viel. Waldbär. Und weiter geht's. Wenn ich da Glück gehabt haben sollte, mit diesem Lurker den mit meinem Entermesser zu killen, könnte es mit ihm auch gehen. So meine Erfahrung, Logik. Nee. Leider nicht. Ergo, ganz schnell zurück nach Tamora. Nee. Tamora Stadt natürlich. Und wir sind hier wieder angelandet, sind ganz safe. Und in der nächsten Folge Nummer 61 besprechen wir mal, was wir noch weitermachen können. Ich freue mich auf Kommentare, sowohl Daumen, und verabschiede mich hier und sage Tschüss.